Resident Evil 6. Los geht's. Ich weiß nichts über diese Story. Ich auch nicht. Let's go. Ich weiß aber eine Sache über Ada durch dieses Spiel. Tiefsee im Nordatlantik, 27. Juli. Das ist ein Big Daddy aus Bioshock. Stimmt. Simmons? Ada Wong. Es ist lange her. Nicht lang genug. Wie ich sehe, spielen Sie immer noch gern Spielchen. Eine alte Angewohnheit. Und ein Anruf kann so unpersönlich sein. Was wollen Sie? Ich habe interessante Dinge über Sie erfahren, Miss Wong. Dinge, die Ihre Zukunft betreffen. Neugierig. Nicht im geringsten. Herausfinden, was Sie vorhaben. Oh, nur zu. Ach ja, für Ebene 4 ist ein Handabdruck erforderlich. Ich habe Ihren freischalten lassen. Sie haben meine Abdrücke. Sie meinen es ernst, was? Oh, ich habe noch viel mehr als Ihre Abdrücke, Miss Wong. Sie werden sehen. Viel Glück. Verdammt, der hat meinen Po-Abdruck. Also gut, Simmons. Was haben Sie zu verbergen? Okay. Ja. Geht's was los? Passiert jetzt? Warten Sie auf Partner. Nein, okay. Hey! Und plötzlich ist der Master da. Ja. Ja, ja, und willkommen. Mein Name ist Danny Olpe. Ja. Und ich bin mittelbar Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Resident Evil 6, der letzten Story. Oh. Genau, die Ada-Story im neuen Jahr. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr, Leute. Oh. Ja. Ja, oh, wir sind wieder voll back in business mit der letzten Story. Ich bin ein 0815-Soldat. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Ja, weil ich bin. Aber ich werde der beste Soldat aller Zeiten sein. Während ja. Nero halt mit Ada spielt. Und ich habe eine Brandgranate. Ich konnte auch nicht auswählen, wen ich spielen will. Normalerweise kann man auswählen, wen man spielen will, aber irgendwie bei Ada wurde ich direkt, bei Ada Story, als ich die angeklickt habe, habe ich direkt Ada zugewiesen bekommen. Also muss ich mal den Hauptcharakter hier spielen, ne? Ja, ich meine, ne, du machst das schon. Ja. So, das ist die einzige Story, die ich nicht gespielt habe. Also ich weiß nicht, was jetzt hier passiert wird. Ja, ich weiß von gar nichts. Deswegen stürzen wir uns mal ins Getümmel. Ja. Ich weiß aber eine Sache über Ada Wong. Ich weiß nicht, wieso ich die. Ich weiß nicht, wieso ich die weiß. Obwohl ich diese Story nicht gespielt habe, aber ich weiß sie. Und vielleicht ist dir auch schon was aufgefallen an Ada Wong in diesem Spiel. Ja. Ja, sie kam. Erstens mal, wie sie da aus diesem Roboter rauskam. Mhm. Ich meine allgemein so in den ganzen anderen Spieldurchläufen. Da waren schon einige Hinweise, so glaube ich. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, was da los ist. Aber ich nehme an, das erfahren wir in dieser Story dann irgendwann, ne? Ich hoffe es mal, weil ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Okay, dann spielen wir mal weiter. Wie gesagt, ich weiß nicht, woher ich das weiß, wo ich die Story nicht gespielt habe, aber ich weiß da so etwas. So. Hey, wie wäre es, wenn du uns mal aufklären würdest?
Weiß ich nicht, soll ich spoilern? Ich nehme an, das ist ein Spoiler. Dann warten wir noch ein bisschen. Ja. Aber es waren Hinweise da. Und ich werde auch sagen, was die Hinweise sind, ich nachdem wir das aber ich habe herausfinden. Einen strikten Zeitplan einzuhalten. Hey. Bonk. Nice. Ich habe ihn erledigt. Was ist denn für Waffen? Ich habe eine Pistole und ein Messer. Okay, ich habe eine MG und eine Armbrust. Du hast eine fucking Armbrust? Warum hast du eine Armbrust? Ich habe nur 4 Schüsse. Und Pfeile. Pfeile, okay. Krass. Danke. Oh. Sehr gut. Danke. Genau, erstmal bedanken. Oh, oh. Oh, hi. Ich bin da durchgegangen. Oh, okay, es ist eine Weile her, seitdem ich dieses Spiel gespielt habe. Ich weiß nicht, wie meine Pfeile funktionieren. Mein Fuß, dein Kopf. Ja. Aber irgendwann konnte ich gerade machen. Oh. Oh. Weißt du was? Hier. Au! Ich hab Au. Aber nicht ich, oder? Fuck, man? Ich habe eine Bandgranate geworfen. Die macht ja auch keinen Schaden, oder? Doch, das hat mir gerade Schaden gemacht. Oh. Nein. So tot? Nein. Agent Nummer M. Ja, Agent M ist down. Oh nein. Das okay. Geht ja gut los im neuen Jahr. Ja. Ich weiß irgendwie nicht, wie meine Pfeile funktionieren. Ich kann die irgendwie schießen und dann kann ich irgendwie noch was machen danach. Warte mal. Könnte es mir vielleicht sein, wenn es das wirklich ist, das ist vielleicht explosive Pfeile. Weiß wie in Resident Evil 4. Ich kann hier irgendwie wechseln, ja, die Munition. Das wie mit einem Granatwerfer. Das ist auch irgendwie. Ja. Ja, wie gesagt, du musst die Tür aufmachen, weil ich kann sie nicht öffnen. What? Ich kann hier. Nee, ich kann damit nicht interagieren. Wahrscheinlich, weil das ja eigentlich eine Solo-Kampagne hier ist. Ja. Na gut. Ich sollte mich wohl vorstellen. Okay, geh nicht durch diese Laser. Ich glaube, die haben irgendwie Verstärkung angerückt. Ja. Verdammt. Oh. Hast du den gesehen? Ja, das war ziemlich cool. Achso, da. Da bin ich. Ich bin erstmal gegen die Wand da gerannt. Okay, nicht durch diese Dinger. Oh. So. Warte, Moment, den hol ich mir. Komm her. Knick. Oh. Knick, knack, da habe ich ihm das Genick gebrochen. So, hallo. Das ist so eine typische Laserwand. Da kann man weitergehen. Was geht? Oh. Ausgezeichnet. Da ist ein Klo. Ein Klo? Musst du aufs Klo? Nein. Ich habe übrigens auch Film 5 Tic Tacs tatsächlich. Ich auch, ja. Okay. Ausgezeichnet. Oh, oh. Ja, ich glaube, der eine war ein explosiver Schuss. Okay. Ich wusste es. Es erinnert mich irgendwie an Resident Evil 4. Da hatte Ada tatsächlich in ihrer Separate Ways Story. Ja, die heilt sie als möglich so. Oh, auch eine Armbrust bekommen. Au. Oh Gott, hier sind so viele Gegner. Ja, hier sind so viele Gegner und viel zu wenig Platz. Ich komme nicht durch. Ich werde von überall angegriffen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wo bist du? Ich bin down. Ja, 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 ja. Ich bin down. Nein. Oh, ich merke schon, die Ada-Story wird doch etwas schwerer, als ich dachte. Ja, warum sind so viele Gegner aufgelaufen? Bist du durch den Laser gelaufen oder so? Nee, ich bin nicht durch den Laser gegangen. Die haben uns einfach wahrscheinlich gehört, weil du den explosiven Pfeil abgeschossen hast. Ah, verdammt. Ja, denn unsere Mission ist es nämlich, vermeiden sie, ist Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Boah.
Ich sollte mich wohl vorstellen, aber ich habe leider einen strikten Zeitplan einzuhalten. Er und die Wand. Küsst euch. Gut gemacht. Du darfst die Braut jetzt küssen. Ja. Dank des von mir verliehenen Amtes. Werde ich euch zum Mann und Frau erklären. Ich habe grünes Kraut bekommen. Oh, sehr gut. Ausgezeichnet. Ja. Ich will ja, aber lass mir doch auch ein bisschen den Spaß. Ja, ich wollte gerade sagen, ich nehme dir die ganzen Gegner weg. Ja, geh nur mal vor. Oh. Hi. Okay, oh nein, die Musik schon wieder. Nein, sie haben uns bemerkt. Oh nein. Okay, vielleicht sollen wir einfach weitergehen versuchen. Ich kann mich nicht bewegen. Der falsche Knopf. Warte mal, hier runter. Ja, ja. Einfach weiter, einfach. Einfach nach Hause und eine Pause. Nach Hause. Die ballern auf uns, weil wir drin sind. Ich habe auch eine MG. Ich weiß nicht, wie die funktioniert. Dann mal, geh mal weg da. Ja, ja. Warte, ich zücke auch meine Brandgranaten. Oh, was ist das denn für einer? Geht fest. Okay. Oh, ich glaube, die Musik hat aufgehört. Na, da kommt auch welche. Ja, oh nein, Hilfe. Kissen. Pistolenmuni. Ja, für diese MG brauche ich Pistolenmuni. Oh. Danke. Tot? Nee. Ja, mein Fuß in dein Gesicht. Ich glaube, wir sollten gehen. Ja. Hier. Weiter. Vorsicht. Au, pass doch auf. Nein, Fortschritt. Nein, ich meine, okay, du bist eine Frau. Aber trotzdem. Okay. Haha. Oh, du bist schon da. Okay. Das muss der neue Typ sein, von dem ich gehört habe. Extra. Ja. Boah, ich muss noch jeden Schuss hier. Ach, ich habe nicht so Munition. Okay. Ich muss nach jedem Schuss meine Armbrust hier nachladen. Aber. Ja, natürlich. Aber wie bei. Du kennst ja, wie bei Pistolen hier so ein ganzes Magazin immer ist, ne? Du hast, keine Ahnung, du schleppst zum Beispiel 100 Pistolen Muni, aber du hast nur so 20 in einer Pistole oder so, ne? Ja, natürlich. Ich muss nach jedem Schuss hier nachladen, aber ich kann dafür alle meine Munition dafür zugreifen. Die sind nicht so getrennt in so Magazin oder so. Aber ich muss nach jedem Schuss nachladen. Oh Gott. Explosionsschuss. Nein, ich muss den nachladen. Hier. Oh. Ja, jemand bin ich. Ja. Ach, das ist ein bisschen ungewohnt hier. Jedes Mal nachladen zu drücken nach dem Schuss. Ja, es ist auch gerade so ein bisschen ungewohnt, wieder in die Steuerung reinzukommen. Weil es ist tatsächlich eine Weile her, seitdem wir gespielt haben. Oh, grüß Kraut. Oh, warte mal. Hey, du! Ja. Mein Fuß in dein Gesicht. Ich habe dreimal grünes Kraut. Geiles was denn? Jetzt habe ich mehr Tic Tacs. Nice. Wie sieht dein Menü aus? Ich habe diesen Würfel, ja, den sie in der Cutscene hatte. Ich habe auch diesen Würfel, so eher so wie bei Jake. Ah.
Ich werde es ja dann sehen, wenn ich in deinem Gameplay bin. Ja. Verdammter Alarm. Oh. Oh Gott, ich habe das Gefühl, man muss hier ein bisschen sneaky sein. Sagt er, und macht erstmal die Kiste kaputt. Ja. Gott. Oh Gott, so, das war eine Kiste. Oh mein Gott, ich dachte, ich wäre noch ein Gegner gewesen. Kisten sind Gegner für uns. Ja, wir müssen sie alle aufschalten. Gibt es ja auch Embleme. Ich glaube, das ist eine DLC-Story oder so. Ich bin mir nicht sicher. Es muss ja Embleme geben. Hm. Eben, ich meine, wir haben ja den Sammlungsraum gesehen. Ja. Oh, da ist sogar. Kaum rede ich davon. Hä? Wo? Kaum rede ich davon, dass ich eins. Mach mal Platz. Sammeln Sie Schlangenabzeichen, um Akten und Figuren freizuschalten. Oh mein Gott, ich frage mich, ob es hier neue Waffen gibt. Oh mein Gott, eine Panzerfaust. Was? Eine wie bitte? Ja, man muss einfach nur fragen, ne? Dann kriegt man es, ne? Meinst du? Ja. Meinst du, ist das so? Ich hätte jetzt gerne eine neue Waffe, aber ich habe keine neue Waffe. Hm. Oh Gott. Wartest du mal auf mich? Niemals. Jetzt bin ich hier. Oh. Mhm. Was haben wir hier? Ist das Kraut? Nein, das ist nur eine Blume. Blume ist kein Kraut. Das kann man bestimmt Kraut machen. Was ist das? Das ist eine Blume. Nie guten Geschmack, Simmons. Sie haben noch nie guten Geschmack. Deswegen habe ich jetzt gerade sein Bild zerschnitten. Oh Gott, was ist das denn? Du musst ja irgendwas machen. Verschlossen. Da werde ich mir wohl etwas mehr Mühe geben müssen. Hm. Knacken Sie den Zugangscode für den Raum. Ja, ich habe schon das Gefühl. Kannst du damit interagieren? Nee. Au! Was zum? Ich dachte, ich muss da dran gehen und irgendwie die Zeichen oder so ändern. Ich werde da sofort geschockt, ey. Irgendwas mit den Dingern hier nehme ich an, ne? Hm. Da sind doch diese Dinger drin, oder? Ja. Aber wie gesagt, ich kann nichts machen. Warum muss ich in der richtigen Reihenfolge oder so machen? Ja, das war der erste, oder? Ich hab die Vase kaputt gemacht. Was gezeichnet? Hier, ich glaube, hier ist noch was. Wo? Da. Na, hier. Dann kannst du da auf den Knopf drücken. Nee. Ich kann nur mit dem Ding ja interagieren. Bis jetzt. Mit so den Dingern hier. Hm. Kann wie ich gesagt, ich kann mit gar nichts interagieren. Kann ja mit nichts interagieren. Warte, hier war irgendwas. Irgendwo. Hier ist auch noch was. Leertaste. Oh, oh. Irgendwas konnte ich hier gerade drücken. Hier. Was ist das hier? Ich sehe nichts. Oh, ich sehe nichts, okay. Hä? Ich kann also durch die Wand schauen. Dann sehe ich das Bild auf der anderen Seite, nur halt ein bisschen schwarz. Stell dich mal vor dem Bild. Kann ich dich sehen dahinter? Blub, wirklich mal. Ja, ich sehe dich so in den Schatten, so ein ganz kleines bisschen. Ja, was soll mir das jetzt bringen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was du machen musst. Ich kann hier mit nichts interagieren. Hm. Hallo? Ich denke mal, dass du halt diese vier da in der richtigen Reihenfolge drücken musst. 1, 2, 3. Also ich sehe 4. Ja, mit dem muss ich irgendwas machen, ne? Aber ich kann mit denen nicht interagieren. Wahrscheinlich musst du die in der richtigen Reihenfolge drücken. Oh, jetzt kann ich mit interagieren.
Was denn jetzt? Ach so. Ich habe die Hörner von denen umgestellt. Kann ich jetzt da durchgucken? Und? Was siehst du? Das Bild. Das ist ein Fisch. Ich stelle mich da vor. Das Bild hat sich jetzt anders. Das Bild hat sich verändert. Da ist jetzt. Das sieht jetzt voll brutal aus, wie mit so einem Typen, der einen Fisch in der Hand hält. Boah. Glaube ich besser, dass man dann aus meiner Perspektive sehen, weil sonst würde man das gar nicht sehen, wahrscheinlich. Ja, ich kann es ja nicht sehen. Ja, ja, tut mir leid. Ja, wie gesagt, deswegen ist es halt besser, dass du als Ada spielst. Okay. Ja, ich muss das jetzt wahrscheinlich zu diesem Fisch ändern, oder? Wirklich? Okay. Ja, dann gib mir mal eine Sekunde hier. Sieht halt aus wie ein Fisch. Geh mal zu dem Bildchen hin. Nicht zu dem großen Bild, zu dem da, ja. Ah, da! Ja, du veränderst es gerade. Ja. Das sieht aus wie ein Fisch. Ja. Das hier ungefähr? Nee, das nicht. Da. Da. Ist das ein Fisch? Ja. Okay, warte, nenne ich ihn nochmal. Okay. So, da muss man mal sagen, ob er aussieht wie ein Fisch. Obwohl ich sie hat ja eigentlich hier, ne? Nochmal, ja. Sieht das, passt das irgendwie so? Ich würde jetzt einfach mal sagen, ja. Okay. Sicher bin ich mir nicht. Aber letzte, ne? Ne, das ist das letzte. Warte. Nochmal. Ja, ich glaube, das ist es. Naja. Ich meine, der sah auch so aus. Ich versuche mal. Nein. War nicht ein Fisch, dass der da. Ich muss mir das Bild nochmal anschauen, wie er aussieht. Ich schaue so durch das Ding und das Bild verändert sich dann so ein bisschen. Er sieht ein bisschen grotesker aus oder so. Okay. Wie gesagt, ich kann dir überhaupt nicht helfen. Das ist ein Fisch, ne? Ist ja nicht das Ding, was die in der Hand hält, oder muss ich da was anderes? Muss ich in irgendwas Dämonen oder das muss ich hier. Ich tue mal alle Dinger hier ausprobieren, ne? Also alle Formen, die es gibt. Ja, ich halte mich mal im Hintergrund. Ja. Dann kann ich so in die Kamera so, die Kamera gucken, dann sage ich so. Warte, ich stelle mich mal hier hin, dann sage ich, hallo. Dann sag ich so. Vorwärts. So, das ist dann Falke. Glaube ich. Ist das richtig? Ne. Boah. Großartig. Was ist das hier? Keine Ahnung. Schmal. Was ist das, ein Aal? Gut. Großartig. Oh mein Gott, was ist das denn? Nimmst du eigentlich Schaden? Nee. Was ist das hier? Wird überhaupt sein? Eine Schlange? Aua, Mann! Alle ausprobiert. Wenn Daniro heraus versucht, ein Rätsel zu lösen. Sind alle so. Ja, das ist Mensch, der Mensch. Der Mensch. Die alle an der gleichen. Der Mensch Reife. Ist großartig. Mensch. Okay, ich habe keine Ahnung. Sind wir jetzt schon stuck? Ja, großartig. Ich versuche jetzt nochmal den Falken, weil ich da glaube ich was anderes hatte aus Versehen. Großartig. Ich motiviere dich. Beachtet mich, beachtet Soldat M nicht. So, Vogel. Irgendwie sieht es auch aus, als ob ich keine Augen hätte. Was will das Spiel von mir?
Oh, oh mein Gott, das sieht wunderschön aus. Ich gucke hier auf das Bild. Die Lady hält einen Fisch in der Hand. Die Lady verwandelt sich irgendwie, weil nicht in so einen Baumstumpf oder so. Und hält einen Fisch in der Hand. Die hält einen Fisch in der Hand. Ist das nicht richtig? Ich kann ja nicht durchgucken. Oh, das macht mich gerade so wütend. Warte mal, da muss ich doch mal eben hier den Stuhl kicken. Ist meine Waffe nachgeladen? Ja, die ist nachgeladen. Ist da nicht ein Fisch? Da ist ein Fisch. Also mir leid, dass du damit nichts interagieren kannst, ne? Ja, ich kann ja nichts dran ändern. Aber ich kann nicht anfeuern. Ist das ein Fisch oder ist das eine Schlange? Ist das ein Fisch? Fisch. Alter. Ist das der richtige Schwanz? Ich weiß es nicht. Ist das hier der richtige Schwanz? Die sehen beide aus wie so Federn. Ja, jetzt, boah. Was ist? Ja. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja. Oh mein Gott. Was soll das denn jetzt werden? Wow. Teamwork wird hier wohl nicht sehr groß geschrieben. Erkunden Sie die Umgebung, okay? Bist denn du? Da bist du. Ja. Endlich, jetzt kann es aber weitergehen. Da kommt was. Was? Oh, nicht mehr. Aber warte, wenn du da drauf gehst, passiert nichts. Wenn ich da drauf gehe, schon. Was zum? Auszuschalten könnte der Moral schaden. Ich habe gedacht, als du darüber gelaufen bist. Ich dachte, als du darüber gegangen bist und da nichts passiert ist, kann ich auch darüber. Aber hey, du hast für mich den Gegner erlegt. Edge. Autorisierung bestätigt. Zugang gewährt. Was er außer meinen Abdrücken wohl noch alles hat? Ich finde halt geil, wie sie noch nicht mal ihre Handschuhe abgezogen hat und der Ding so trotzdem meine Fingerabdrücke erkannt hat. Mhm. Oh, rotes Kraut. Oh, und ein grünes Kraut auch noch. Oh, und ein grünes Kraut. Gib her. Kombinieren. Direkt mal kombinieren. Und direkt mal da rein. Also ich habe jetzt 14 TikToks. Ja, ich habe 11. Jetzt müssen wir die geheimen Informationen finden. Oh, Brandgranaten sind ja auch, sehe ich gerade. Was hast du für Granaten? Ich habe Handgranaten und Brandgranaten. Ich habe nur Brandgranaten bisher. Aber ich glaube, ich kann auch Brandgranaten... Ja, Handgranaten kann ich, glaube ich, auch finden. Ja, ich habe halt zwei Handgranaten und zwei Brandgranaten. Ne? Ich habe einen Film von uns angeschmissen. Oh, wunderbar, was läuft denn im Fernsehen? Was läuft denn im Kino? Jake Mueller wurde in der Republik Edonia aufgespürt. Oh. Finden Sie heraus, ob sein Immunsystem Antikörper gegen den C-Virus bilden kann. Auf keinen Fall darf ein Impfstoff produziert werden. Virus Alert. Agent Birkin wird entsendet, um die Zielperson aufzusammeln. Sorgen Sie dafür, dass Sie das Land sicher verlassen können. Viel Glück. Oh, müssen wir jetzt auch noch arbeiten? Das ist 6 Monate. Das alles. Das stimmt doch was nicht. Ich kenne diese Befehle nicht. Vielleicht wurden sie jemand anderem gegeben. Ah.